Der Schaukelsteg, Sörnsig, Fischheim. Der Name klingt schon so, als könnte man hier richtig Spaß haben, fast wie ein Abenteuerpark für Wanderer. Der Schaukelsteig Sörnsig verbindet die Ortschaften Sörnsig und Fischheim. Diese gehören zur Gemeinde Seelitz im Landkreis Mittelsachsen. Die Leute haben den Übergang 1871 als hölzernen Steig gebaut, damit die Kinder nicht mehr mit einem Kahn zur Schule rudern mussten. Muss man sich mal vorstellen, morgens erstmal Boot fahren, bevor es Mathe gibt. Da hätte ich wohl niemals die Schule erreicht. Aber der Steg hat es seitdem auch nicht leicht gehabt. Hochwasser rissen den Steg immer wieder mit sich. 1907 wurde als technisches Denkmal ein Drahtseilhängesteg errichtet. Für seine Benutzung wurden entsprechend einer Verordnung vom 8. Februar 1922 Gebühren erhoben. Aber das nutzt auch nichts gegen die Wassermassen der Zwickauer Mulde. 1954 hat es den nämlich auch weggespült. Das Wasser hatte wohl was gegen stabile Brücken, aber die Leute dort haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben die Brücke 1957-58 an einer höheren Stelle wieder aufgebaut und seitdem steht sie fest wie eine Eins. Sogar das Hochwasser von 2002 hat sie nicht umgehauen. Und wenn Wanderer ohne ins Schwanken zu geraten in Fischheim ankommt, dann kann er das Schwanken notfalls auf festem Boden zelebrieren. Das ist das nächste Highlight unserer Wandertour. Und soll mal wieder Schnaps drinnen sein, so lege eine Spende ein. Hinein. Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt der, die Müller.